Die TU Darmstadt und die Universität Mainz forschen im DFG-Graduiertenkolleg Excellence an etwas ganz Großem. Teilchenbeschleuniger der Zukunft. Teilchenbeschleuniger sind zum Teil sehr komplexe Geräte mit einem sehr breiten Anwendungspotenzial. Den Urknall erforschen, die Architektur von Atomkernen entschlüsseln. Teilchenbeschleuniger können das. Ohne sie wären komplexe Produkte unmöglich. Viele Beschleunigeranlagen werden auch für die Produktion von Strahlen verwendet, die für die Festkörperforschung, für die Materialforschung unerlässlich sind. Und darüber hinaus gibt es zahlreiche Anwendungen in Medizin und Biologie. Die Wundermaschinen bekämpfen Krebszellen und verbessern die Analyse von Beschwerden. In Mainz bauen die ForscherInnen ein Update ihres Teilchenbeschleunigers. Der neue Hochstrom-Linearbeschleuniger soll besonders intensive Elektronenstrahlen produzieren. Hier hat man basierend auf der langjährigen Erfahrung mit der Elementarteilchenphysik neuartige Experimente konzipiert, die also spektakuläre Resultate bringen könnten, wenn man sie dann durchführen könnte. Dafür muss man aber große Mengen von Teilchen beschleunigen und dafür hat man das sogenannte MESA-Konzept entwickelt. Die Teilchenbeschleuniger funktionieren so. Um unvorstellbar kleine Teilchen, zum Beispiel Elektronen, bis nah an die Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, kommt Mikrowellentechnologie zum Einsatz. Die Metallstruktur speichert die Mikrowellenstrahlung. Die Teilchen werden im perfekten Moment eingeschossen. Das elektromagnetische Feld gibt ihnen dann einen Kick. Im Finale kommt es zu einer Kollision. Dadurch wird die Beschaffenheit von Materie messbar. Das Standardmodell, das wir heutzutage kennen, ist sehr erfolgreich. Zum Beispiel das Higgs-Boson, das vorhergesagt wurde, wurde ja experimentell auch nachgewiesen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch physikalische Ereignisse, die das Standardmodell nicht beschreiben kann. Deshalb ist es halt natürlich auch umso wichtiger, Experimente durchzuführen. Die Experimente der Kernphysik können die Geheimnisse des Universums enthüllen. Es gibt eine theoretische Kurve, die vorhersagt, wie der Mischungswinkel bei einer bestimmten Energie aussehen soll. Wenn wir jetzt diesen Mischungswinkel messen und der nicht auf der theoretischen Kurve liegt, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass dunkle Materie existiert. Die Forschenden aus Mainz und Darmstadt entwickeln und optimieren die neue Klasse der Hightech-Maschinen gemeinsam. ERLs, energiezurückgewinnende Teilchenbeschleuniger. Das Ziel, die Forschung nachhaltiger gestalten. Beschleuniger sind regelrechte Stromfresser, so kann man das nicht anders sagen. Und das Schöne ist, dass man bei einem ERL, gerade eben, wenn wirklich die Strahlleistungen so hoch gehen, einen Großteil der benötigten Energie irgendwie wiederverwenden kann. Die Teilchenstrahlen werden wieder an den Anfang der Beschleunigungsstrecke zurückgeführt. Das spart Energie. Bei MESA kommt hinzu, dass die Technologie noch sehr viel anspruchsvoller ist, weil sie auf supraleitender Technik beruht, wo zum Beispiel Temperaturen von minus 270 Grad Celsius eine Rolle spielen, wie man die herstellt, wie man das flüssige Helium herstellt, wie man das kostengünstig macht. Das ist eben eine zusätzliche Herausforderung, die jetzt über das hinausgeht, was wir hier sehen. Der supraleitende Beschleuniger S. Dalinac des Instituts für Kernphysik der TU Darmstadt wendet das energiesparende Verfahren bereits an. Strahl ist an. Das Verfahren ist revolutionär. Der Elektronenstrahl wird in zwei Schritten durch den Hauptbeschleuniger auf eine Geschwindigkeit von 99,99% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das Elektron wird als erstes in einem elektromagnetischen Feld beschleunigt, entzieht diesem dabei die Energie, hat dann eine gewisse Geschwindigkeit und dann kommt es wieder in dieses elektromagnetische Feld hinein. Und zwar so, dass es die Energie wieder abgibt. Durch das Abbremsen können mehr als 80% der Beschleunigungsleistung eingespart werden. Das kann man sehr gut mit einem Elektroauto vergleichen. Wenn man da zum Beispiel das Auto bremst, wird auch wieder die Energie aus dem System aufgenommen und in der Batterie abgespeichert, sodass, wenn man dann wieder beschleunigen möchte, man auch diese Energie wieder zur Verfügung hat. Und genau dieses Prinzip verwenden wir auch bei unserem ERL. Der Darmstädter Teilchenbeschleuniger ist ein Schlüssel zum Erfolg des Mainzer Neubaus. Der S-Dalinac ist nicht für die hohen Ströme ausgelegt, für die MESA konzipiert wird. Allerdings erlaubt es der S-Dalinac uns, bestimmte Konzepte der Beschleunigerphysik hier zu überprüfen
und zum Beispiel Kriterien aufzustellen, wie ein energierückgewinnender Linearbeschleuniger besonders stabil betrieben werden kann. Im Graduiertenkolleg überwinden die Teams gemeinsam die technischen Hürden, um die Weiterentwicklung zum Erfolg zu bringen. Herausforderung beim Betrieb des ERL ist, dass im Vergleich zu einem Betrieb, wo man zum Beispiel jeden Strahl einfach nur beschleunigt und dann dampfen würde, ist natürlich, dass man den Strahl wieder zurück in unsere Beschleunigungsstrukturen lenken muss. Promovierende und leitende WissenschaftlerInnen arbeiten Hand in Hand bei Simulationen und Experimenten. Wir alle wissen ja, dass wir nur ein kleines Puzzleteil mit unserer Arbeit beisteuern. Und das Besondere an dem Graduiertenkolleg Excellence ist ja gerade, dass mit diesem Konzept von der Quelle über die Beschleunigung bis hin zum Experiment alle Aspekte vertreten sind und wir auf die Art und Weise ein Gefühl dafür bekommen, dass wir wirklich Teil eines größeren ganzen Projektes sind. Die Forschenden optimieren auch die Quellen der Elektronen. Je länger die Quellen genutzt werden können, desto besser. Wir arbeiten an Elektronenquellen für Teilchenbeschleuniger mit dem Fokus auf Langlebigkeit. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Birne in einer Lampe, die möchte man ja auch möglichst selten tauschen, dass sie möglichst lange läuft. Und so ist es auch mit den Materialien, die wir verwenden, um diese Elektronen zu erzeugen. Die haben eine gewisse Lebensdauer, das heißt, nach einer Weile müssen die erneuert werden. Und je öfter man das machen muss, desto weniger Zeit hat man für Experimente und desto mehr Zeit muss man eben mit Wartung verbringen. Und das möchten wir natürlich möglichst gering halten. Das Graduiertenkolleg der Universitäten Mainz und Darmstadt bildet die nächste Generation von Führungskräften im Bereich der Teilchenbeschleunigertechnologie aus. Mit vereinten Kräften zum Ziel. Man hat das Gefühl, wenn ich jetzt hierher komme ans Institut für Kernphysik, dann gehöre ich dazu. Die gemeinsamen Experimente ermöglichen neue Anwendungsmöglichkeiten für die Grundlagenforschung und neue Praxisanwendungen. Und das Tolle auch ist, wir betreiben auch als Teil der Gruppe unseren Beschleuniger. Das heißt, wir sitzen wirklich an der Maschine, betreiben den Beschleuniger und können unsere Forschungsbeiträge eigentlich direkt mitverfolgen, wie die eingesetzt werden. Die Promovierenden können am Teilchenbeschleuniger die graue Theorie in der Praxis erleben. Hier die Arbeit ist natürlich besonders insofern, als dass wir als Doktoranden tatsächlich an dieser Maschine, an diesem Beschleuniger arbeiten können. Wir helfen, den zu entwickeln, wir helfen, den zu verbessern. Und das ist schon sehr besonders, auch in der Beschleunigerwelt. Das Faszinierende ist, dass Teilchenbeschleuniger sozusagen Mikroskope sind, die es uns erlauben, in die kleinsten Strukturen der Materie reinzugucken. Auf den Spuren des Universums. Nachhaltig und effizient. Kontaktieren Sie uns excellence@ikp.tu-darmstadt.de.